Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute ist es für einen neuen Solo Unlimited Money Glitch. Was ihr dafür braucht, ist auf jeden Fall auch nicht so viel. Es ist halt so wie fast jetzt in jedem Glitch. Gibt es mittlerweile sehr, sehr oft diesen Glitch. Allerdings ist dieser Glitch jetzt wieder was anderes. So, ihr baut für diesen Glitch wieder den Bunker, in diesem Bunker ein MOC. In diesem MOC muss ich halt das Pfad finden, was ihr duplizieren wollt. Natürlich empfehle ich da den EC Classic, weil der 1,8 Millionen bringt. Und falls ihr jetzt den EC Classic euch nicht kaufen könnt, weil ihr zum Beispiel zu wenig Geld habt oder warum auch immer, könnt ihr sich auch eure Supersportwagen duplizieren. Allerdings könnt ihr nur die Originalversion verkaufen. So, ich muss jetzt hier kurz mein Motorrad zerstören. Es ist nämlich wichtig, dass wir hier kein Fahrzeug haben, sonst geht natürlich der Glitch nicht. Weil wir dürfen jetzt gleich, wenn wir den ersten Schritt machen, kein persönliches Fahrzeug benutzen. Deswegen habe ich es hier kurz mal zerstört. Und ja, auf jeden Fall geht ihr am besten einmal hier aus eurem Bunker raus, so dass ihr die Jobs angezeigt bekommen habt. Für Leute, die sich fragen, warum man die Jobs nicht sehen kann, falls ihr die jetzt nicht sehen könnt, geht ihr einfach auf das Touchpad, gedrückt halt natürlich, dann auf Markierungen ausblenden und dann geht ihr unter Jobs einfach auf eigene. Also das heißt so, ich zeige euch das hier nochmal im Hintergrund. Markierungen ausblenden, Jobs, eigene muss da stehen. Sonst können die euch nicht angezeigt werden. So, und zu guter Letzt brauchen wir noch hier unter Einstellungen einen anderen Teammodus. In meinem Fall habe ich freies Team unterstützt eingenommen, also reingemacht, weil das ein Teammodus ist, den eigentlich gar keiner drin hat. Und deswegen, also ihr könnt da jeden Teammodus reinmachen. Allerdings ist es natürlich empfehlenswert, freies Ziehen oder freies Team unterstützt. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr unterstütztes Ziehen teilweise macht, weil das sozusagen geht ja so der Hauptzielmodus und das haben die meisten. Und ja, auf jeden Fall geht ihr jetzt erstmal in ein neues Team rein. Was natürlich noch vergessen hat, ihr braucht natürlich noch einen Nachtclub. Und in diesem Nachtclub muss ich auf jeden Fall eine Garage gekauft haben. Und in dieser Garage einfach einen kostenlosen Elegy drin haben, den wir jetzt gleich für den Glitch brauchen. Den tauscht ihr dann hier gleich gegen dieses Fahrzeug aus. Und ja. So, wie gesagt, als erstes fahrt ihr mal mit dem Fahrzeug im MOC, also mit dem Fahrzeug, das ihr duplizieren wollt, raus aus dem MOC, parkt einfach ungefähr hier hin. So, und jetzt können wir entweder, wenn wir die Jobs schon angezeigt bekommen, können wir uns von hier drin teleportieren. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt einfach wieder aus eurem Bunker rauslaufen und euch dann von draußen teleportieren. Was das Wichtigste jetzt ist, dass ihr jetzt kein Fahrzeug mehr benutzt, was persönlich ist. Also kein persönliches Fahrzeug mehr benutzt. Sonst wird der EC Classic, der jetzt gerade im Bunker steht, sozusagen wieder in den MOC reingemacht. So, als nächstes teleportieren wir uns jetzt hier zu unserem Nachtclub. An der Stelle habe ich mich kurz versprochen, und zwar, ich meine, die Spielehalle braucht. Ihr braucht keinen Nachtclub, sondern die Spielehalle. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht schlimm. Und in dieser Spielehalle braucht ihr natürlich die Garage und wie gesagt, in dieser Garage ein kostenloses Elegy. Was wir jetzt machen, ist so wie fast bei jedem Glitch, wir teleportieren uns jetzt erstmal hin. Für Leute, die es nicht wissen, wie das funktioniert, ihr joint jetzt einen Freund, bekommt ihr eine Meldung. So, dann werden wir diese Meldung hier bekommen. Jetzt joinen wir der gleichen Person noch einmal. So, und dann gibt es zwei Meldungen. Entweder kommt diese Meldung, wo steht, möchtest du den Zielmodus ändern. Falls die kommt, dann ist alles gut. Was ihr jetzt macht, dann lauft ihr einfach nur zu eurer Spielerhalle und geht da schon mal rein. Falls ihr eine andere Meldung bekommt, ist das Ganze auch nicht schlimm. Dann heißt es, der Typ hatte genau den gleichen Zielmodus wie ihr. Das heißt einfach, im Endeffekt ist ihr dann einfach, ja, ist mit einer anderen Person machen müsst, weil diese Person den gleichen Zielmodus hat. Und es dann mit dieser Person nicht funktionieren tut. Was aber wie gesagt auch nicht schlimm ist. So, was wir jetzt machen, wenn wir in der Spielehalle drin sind, weil wir ja gleich auch in diese Garage laufen müssen. So, wenn wir drin gespawnt sind. Dieser Glitch, wie gesagt, ähnelt auf jeden Fall den letzten Glitches mit der Spielehalle. Allerdings ist es diesmal wieder was anderes. Und diesmal ist es auf jeden Fall sehr, sehr einfach. So, okay, ich denke mal kurz hier einen Cut rein. Wobei jetzt ist die Ladezeit weg. Okay, perfekt. Dann brauche ich keinen Cut rein zu machen. So, was wir jetzt als erstes machen, wenn wir in der Spielerhalle drin sind, wir gehen jetzt erstmal hier hoch und gehen natürlich hier und machen das Ganze auf. Ich gehe kurz mal meinen Tresor öffnen, weil anscheinend so viel drin ist. Müsst ihr natürlich nicht machen. Ich mache das ganz kurz noch auf, weil da zu viel drin ist. So, jetzt geht auf jeden Fall hier hin und macht hier kurz einfach die Münze rein. Also geht ja auch von automatisch, so dass ihr die Tür aufmacht. So, wenn ihr es gemacht habt, ist schon mal perfekt. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal runter. Und jetzt zur Bar.
Jetzt kommt hier auch der Glitch. So. Müssen kurz hier hin zur Bar. Warte mal, wo war das? Genau. Ja, genau hier. Hier müssen wir ganz nach hinten zu den, damit wir hier was machen. Also hier einmal Pfeiltasten nach rechts drücken, damit wir die Drinks einschenken können. Genau so. Wenn ihr da oben links die Meldung habt, um die Bar zu verlassen, drücken wir jetzt zweimal wieder unseren Freund beitreten oder und der Community den Typen wieder zweimal beitreten. Dann sollte wieder diese Meldung hier kommen. Die lehnen wir mit Kreis ab. Auf Online. Dann auf Jobs. Falls wir jetzt hier ausgegraut haben, gehen wir auf Criminal Enterprise Data Pack. Und jetzt ist es nicht mehr ausgegraut. Jetzt können wir aber von Rockstar erstellte Jobs gehen. Unter Mission, ein Job für einen Titan, können starten. Jetzt kommt die Fehlermeldung. Jetzt sind wir hier gefreezed. Ihr könnt sehen, wir können nichts machen. Jetzt gehen wir einfach auf Online, Criminal Enterprise Data Pack. Und jetzt gehen wir hier runter auf Waffen ansehen. Hier auf Präzisionsgewehr. Drücken jetzt X einfach da drauf auf den Charakter. So, und jetzt gehen wir noch einmal hier drauf. So, und jetzt können wir sehen, da unten können wir laufen. Das heißt, wir laufen da unten jetzt auf der Minimap. Da, wir laufen weiter. Jetzt, wie gesagt, da unten die Minimap, da müssten wir laufen. So, okay, wenn wir jetzt wieder uns sicher bewegen können, gehen wir jetzt einfach wieder hier auf Online. Criminal Enterprise Data Pack. Und gehen jetzt hier wieder auf Waffen ansehen und wieder hier drauf. So, jetzt sehen wir, wir können uns wieder weiter bewegen. Also, falls es bei euch auch so ist, dass ihr nicht, dass es hier nicht sehen könnt, sondern nur da unten, lauft genauso wie ich da unten. So, gehen weiter, weiter, weiter. Hier. Okay, wir sind wieder gefreezed. Heißt, müssen wir noch einmal machen. Es ist nicht schwer. Es sieht vielleicht so schwer aus, ist es aber nicht. So. Weiter, 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 weiter. Hier einmal durch. Geht das hier durch? So, jetzt gehen wir hier zu einem Autostellplatz. Hier ist nämlich immer einer. So, jetzt gehen wir das Ganze noch einmal auf Criminal Enterprise Data Pack. Auf Waffen, auf Ansehen, hier wieder hin. Und in meinem Fall weiß ich jetzt, dass hier oben bei diesem Stellplatz das richtige Auto steht. Deswegen gehe ich jetzt hier hin. So. Für die, die jetzt nicht wissen, was ich gemacht habe, wenn ihr dann da vor dem Auto seid, müsstet ihr ungefähr sehen. So, wenn wir jetzt hier draußen sind, können wir jetzt hier im Game einfach nur auf Online, also auf die Karte gehen. So. Und jetzt können wir uns hier zu unserem Bunker wieder teleportieren. So, einfach zu unserem Bunker teleportieren. Kurze Info, nochmal, habe ich gerade voll vergessen, es zu sagen. Wenn ihr da bei unten bei eurem Auto seid, was ihr dann machen müsst, ihr drückt Dreieck. Wartet dann kurz, drückt dann die Pfeiltaste nach rechts und dann einfach die R2-Taste. Also sehr. Das heißt, jetzt teleportieren wir uns einfach wieder hier zum Bunker. Also jetzt nochmal für jeden. Jetzt nochmal hier ganz genau langsam erklärt. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe hier unten auf der Minimap, sehe ich ja, wo meine Garage ist. Dann laufe ich zu einem Stellplatz hin. Irgendeinem Auto halt hin, was ich jetzt verlieren will. In meinem Fall weiß man natürlich, wo man das Auto hingestellt hat. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Auto hingestellt habt, guckt einfach nach, wo das Auto ist. Es kommt manchmal vor, dass man halt gefreezed ist, dass man sozusagen seinen Bildschirm zwar nichts sehen kann. Und wenn es einfach ist, dann habt ihr den Glitch nicht verkackt, sondern ihr könnt es trotzdem machen. Ihr müsst dafür nur wissen, wo ihr das Fahrzeug hingestellt habt. Ihr könnt natürlich einfach sagen, okay, also ich stelle einfach das Fahrzeug links in die Ecke. Und somit habt ihr immer also die Sicherheit, dass ihr halt einfach nur links zur Ecke müsst. So, was wir dann machen, ihr drückt dann Dreieck, steigt dann ein. So, dann seht ihr auf der Karte, euer Charakter läuft dann alleine, also der läuft von automatisch, läuft er einfach irgendwo hin, weil er ja einsteigen tut. Danach, wenn ihr seht, er macht es, drückt ihr einfach die Pfeiltaste nach rechts und dann direkt R2 und dann werdet ihr draußen spawnen, also ihr werdet immer noch den Bildschirm Freeze haben, aber ihr werdet sehen, ihr seid dann draußen gespawnt ohne Fahrzeug. Haben wir ja vorhin noch kurz gesehen, als wir teleportiert haben. Jetzt gehen wir in den Bunker rein, steigen das Fahrzeug ein, ihr seht, das steht immer noch hier. So, und jetzt, normalerweise steht ja im Bunker kein Fahrzeug, weil wir sind damit rausgefahren. Passt auf, was jetzt in der Meldung kommt, ist schon voll. Das heißt, der Glitch hat geklappt. Kurz zum Beweis, ich zeige euch gleich das in meiner Spielerhalle jetzt.
der Easy Classic Zukunft Shock, so heißt der Wagen, drin steht. Und wie gesagt, es gibt zwei Varianten. Entweder seht ihr den Bildschirm, dann ist es ja wohl noch einfacher, oder ihr seht ihn eben nicht. Ich werde es gleich nochmal für euch hier im Hintergrund, wenn ich es bewiesen habe, dass es auf jeden Fall klappt, für jeden nochmal einblenden, wie das Ganze nochmal aussieht, wenn ihr vor dem Fahrzeug steht. So, das heißt, wir kaufen jetzt hier kurz ein Fahrzeug. Ich guck mal, weil ich weiß gerade nicht, ob meine Spielhalle voll ist. Ich will jetzt hier nichts Teures kaufen. Spielhalle gerade sieht schon hier. Hier seht ihr es. Easy Zukunft Shock. Der Glitch hat geklappt. Und ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nochmal nach dem Video, also jetzt nochmal hier einen Clip einblenden, wo ich euch genau zeige, wie das geht. Beziehungsweise ich werde es euch hier zeigen. Also, wenn ihr dann unten bei der Garage seid, steht ihr euer Fahrzeug jetzt zum Beispiel hier. Dann habt ihr oben links die Meldung, mit der müsst ihr den rechten Joystick, rechte Pfeiltaste drücken. So, stellen wir uns hier vor, drücken Dreieck, steigen ein, jetzt Pfeiltaste nach rechts und dann R2. Also erstmal R2 gedrückt halten. Und so einfach ist es. Wie gesagt, falls ihr auch den Frozen-Bildschirm habt, so wie ich, könnt ihr das Ganze trotzdem machen, auch dann habt ihr es nicht verkackt. Und ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr wollt, dass ich das Ganze nochmal hochlade, so wie es, wenn man halt alles sieht. Wobei ich halt de denke, wenn man alles sieht, ist es einfacher. Deswegen wollte ich jetzt so zeigen, wenn man das nicht sieht. Ja, könnt ihr schreiben, ich würde vielleicht auch noch ein Video hochladen, wie es dann aussieht, wenn es andersrum geht. Und ja, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.